Hallo und herzlich willkommen, ich bin Elke Zimmermann. Sie kommen meist paarweise und lassen sich nur sehr schwer abwimmeln. Oder sie stehen irgendwo am Straßenrand und halten ihre Zeitung hoch. Die Zeugen Jehovas. Mein heutiger Gast war eine von ihnen und hat nach vielen Jahren, nach über 60 Jahren genauer gesagt, dann doch den Absprung geschafft. Barbara Kohut, grüße Sie, schön, dass Sie da sind. Dankeschön, ich bin froh, dass ich hier sein kann. Was hat sich denn in Ihrem Leben nach den Zeugen Jehovas am meisten geändert? Am meisten, das kann man eigentlich gar nicht so richtig beziffern. Es hat sich sehr, sehr viel geändert. Ich würde sagen, es hat sich eigentlich alles geändert, denn es hat sich mein Tagesablauf geändert. Es hat sich das geändert, wofür ich mich interessieren kann, die Literatur, die ich lesen kann. Es hat sich meine Ansicht zum Glauben geändert. Es hat sich mein Weltbild verändert. Es hat sich vor allem auch mein Selbstwertgefühl verändert, weil ich jetzt langsam begreife, dass ich auch wirklich selber entscheiden kann und Verantwortung übernehmen kann. Und ich kann das gar nicht alles beschreiben. Müssen Sie auch nicht aus dem Stand. Denn Hauptsache Mensch dauert 2 Stunden und da haben wir genügend Zeit, die Geschichte von Barbara Kohut über ihren Ausstieg bei den Zeugen Jehovas und dem neuen Leben danach zu hören. Nach über 60 Jahren hat Barbara Kohut die Zeugen Jehovas verlassen. Danach war alles anders. Das Weltbild, der Glaube, die Art zu leben. Frau Kohut, eigentlich klingt das doch alles ziemlich gut. Also, für diese Art Veränderung bin ich sehr, sehr dankbar. Ja, ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass man eine so positive Neuorientierung erleben kann. Aber es war natürlich nicht einfach und es war natürlich nicht nur so ein Spaziergang oder von jetzt auf gleich. Da steckt schon viel Arbeit und viel traurige Erfahrung dahinter. Sie sind ja nicht aktiv hergegangen und haben gesagt, ich trete aus, ich gehe weg. Sie sind ja praktisch von den Zeugen Jehovas ausgeschlossen worden, nachdem sie ihre Zweifel angemeldet hatten. Mich erinnert es ein bisschen an meine Geschichte auch mit einer Schule, wo ich gewusst habe, also ich bin da nicht konform und als ich dann rausgeflogen bin, war ich trotzdem gekränkt. Könnte das so auch das Gefühl sein, das bei Ihnen aufgekommen ist danach? Da liegt viel Parallele dazwischen. Eigentlich wollte mein Mann und ich uns still zurückziehen, einfach sagen, gut, wir gehen da nicht mehr hin, weil wir damit nicht mehr konform sind. Das hätte für uns bedeutet, dass wir nach wie vor mit unserer Familie hätten Umgang haben können und unsere Freunde auch ganz normal grüßen können, mit ihnen erzählen können und so. Es hätte sich dann nicht so schlagartig unser gesamtes soziales Umfeld aufgelöst. Aber da wir schon monatelang keinen monatlichen Bericht über unsere Tätigkeit abgegeben haben, sind dann die Verantwortlichen aus unserer Versammlung, die sich Älteste nennen, gekommen und wollten natürlich erfahren, warum. Und ich war immer dafür, die Wahrheit zu vertreten. Darum habe ich wahrheitsgemäß gesagt, ich kann nicht mehr glauben, dass das, was sich immer wieder ändert in den Schriften der Wachturmgesellschaft, vom Geist Gottes geleitet ist, denn Gott kann sich ja nicht irren. Also muss doch da menschliches Wissen dahinter stecken. Worauf man mir vorgeworfen hat, wenn ich das nicht glaube, dass der treue und verständige Sklave, so nennt sich die Führungsgruppe der Zeugen Jehovas, vom Geist Gottes geleitet sei, wäre ich eine Abtrünnige. Und da ich das auch nie in der Bibel so gelesen habe, habe ich gesagt, das kann nicht sein. Es steht in der Bibel anders drin. Es steht drin, wenn ein Prophet etwas sagt und es trifft nicht ein, dann ist es nicht von Gott. Ich kann das so nicht akzeptieren. Und das war der Grund, warum man gesagt hat, wenn ich als Abtrünnige gelten muss, gemäß den innerorganisatorischen Statuten, dann müssen sie mir die Gemeinschaft entziehen. Und das bedeutete aber, dass ich mein gesamtes soziales Umfeld verloren habe. Das heißt also, ich wurde mit dem sozialen Tod bestraft und meine Familie und meine Freunde wurden auch aufgefordert, mich so zu behandeln, als wäre ich geistig tot, nennt sich das dann in der Fachsprache. Und Ihre Freunde und Familie haben sich auch daran gehalten? Leider haben sich meine Familie sehr gewissenhaft daran gehalten, denn ich stamme aus einer Familie, die den Glauben sehr ernst genommen hat. Und sich dann auch wirklich an die Befehle und Regeln der Zeugen Jehovas halten. Was das für Barbara Kohut bedeutet, darüber sprechen wir gleich weiter.
Heute Gast bei Hauptsache Mensch ist Barbara Kohut. Sie ist nach über 60 Jahren von den Zeugen Jehovas ausgeschlossen worden. Zum Glück, denn ihr Leben heute ist grundsätzlich freier. Aber ein Ausschluss aus der Sekte wird mit dem sozialen Tod bestraft. Frau Kohut, das heißt, auch Ihre Familie hat jeden Kontakt mit Ihnen abgebrochen? Wir waren immer gewissenhaft, wir waren immer vorbildlich. Ich bin so erzogen worden schon von meinen Eltern her, so dass ich also bis heute mit meiner inzwischen 94-jährigen Mutter kein Wort mehr reden konnte. Mhm. Auch meine Schwestern, mein Schwager, meine Nichten, Neffen, alle, die noch Zeugen Jehovas sind, haben völlig den Kontakt zu mir abgebrochen. Mir wurde nicht gesagt, dass meine Schwägerin verstorben ist, oder mir wurde nicht gesagt, dass meine Schwester einen tödlichen Unfall hatte, oder dass eine Beerdigung stattgefunden hat oder eine Hochzeit in der Familie. Das habe ich alles nicht erfahren, erst durch Umwege, teilweise aus der Zeitung. Was richtig bitter sein muss. Ich spreche gleich weiter mit Barbara Kohut darüber, wie sie mit diesem Verlust klargekommen ist. Wer bei den Zeugen Jehovas aussteigt oder auch ausgeschlossen wird, wird mit dem sozialen Tod bestraft. Also niemand, weder Freunde noch Familie, spricht mit einem. Barbara Kohut ist das so passiert. Frau Kohut, haben Sie da Verständnis dafür? Das kann ich meiner Familie nicht vorwerfen, denn sie halten sich einfach an das, was sie glauben, es ist die Wahrheit oder Gottes Wille. Für mich ist es einfach tragisch, dass solche Dinge als Gottes Wille kolportiert werden. Und dass es aber eigentlich dafür keine biblische Grundlage gibt. Also das ist eigentlich mehr ein Gruppenzwang als eine Glaubensfrage. So wie das aus meiner Sicht jetzt gehandhabt wird, nenne ich das eine Religionsdiktatur, weil es hat sehr viel Ähnlichkeit mit anderen Diktaturen. Es gibt einen Gruppendruck, es gibt Kontrolle, es gibt Manipulationen durch Belohnung und Bestrafung, es gibt ein System von Hierarchien. Es hat so viel Ähnlichkeit mit anderen Diktaturen, dass ich das jetzt für mich nicht anders definieren kann. Auch das Ziel, was definiert wird, eine internationale Bruderschaft oder die Theokratie international aufzurichten, ist ja aus meiner Sicht im Grunde genommen eine politische Aussage. Hat aber mit der Bibel, auf die sich die Zeugen Jehovas ja ganz besonders berufen, als das wahre Wort Gottes, gar nichts zu tun. Also da klaffen ja dann doch die Scherenteile sehr, sehr weit auseinander. Naja, mit gar nichts zu tun würde ich jetzt nicht so formulieren, sondern ich denke mal, die Bibel wird missbraucht. Wenn Sie betrachten, wie jetzt Gewissensmanipulation stattfindet, da wird eine Rückführung auf Geschichten, die vor ein paar tausend Jahren passiert sind oder überliefert sind, gemacht. Zum Beispiel, die Familie Aaron durfte nicht trauern, als ihre beiden Söhne durch Feuer vernichtet wurden. Also ist es auch heute so, dürfen die Familien von Zeugen Jehovas nicht trauern, wenn von ihnen Angehörige den sozialen Tod erleiden. Dieses 1 und 1 mit dem heutigen Umständen übertragen ist aus meiner Sicht übergriffig. So war das nie gemeint. Das, was damals aufgeschrieben wurde, sollte zur Belehrung aufgeschrieben sein. Da kann man was draus lernen. Aber das war nicht als Dogma gedacht, mit dem man andere Menschen dann in unserem 21. Jahrhundert bestrafen darf. Das hat Gott denen nicht, also nicht vorgeschrieben, nicht so beauftragt, das so zu tun. Und das ist das, was ich beklage. Es ist auch für mich nicht das große Problem, ob einer oder keiner der Zeugen Jehovas oder viele oder weniger sich genau daran halten. Das ist nicht das Problem. Jeder arbeitet so, wie er das für sich für richtig hält und entscheidet es auch so. Nur das Problem ist, dass die Führung der Zeugen Jehovas durch solche Geschichten manipulativ eingreifen und suggestive Gewissensfragen stellen. Ja. Da gibt es dann zum Beispiel so ein Video für ein Kind, wo der kleine Kaleb gefragt wird, willst du, dass Jehova traurig ist? Natürlich will der kleine Kaleb nicht, dass Jehova traurig ist. Und was macht er? Dann schmeißt er halt sein Plastikspielzeug in die Mülltonne. Wenn man sich das vorstellt, kleinen Kindern wird schon die Bürde aufgeladen, dafür zu sorgen, ob Jehova traurig oder glücklich ist. Das sind so Dinge, die mir heute wehtun, wenn ich sie sehe, weil das eine absolut unerträgliche Manipulation ist.
Mit Elke Zimmermann und Barbara Kohut, sie war über 60 Jahre Mitglied der Zeugen Jehovas. Der Ausstieg bedeutete für sie zwar ein neues, selbstbestimmtes Leben, aber der Preis dafür war der Verlust des kompletten Freundeskreises und der Familie. Frau Kohut, Sie sagen, die Zeugen Jehovas benutzen die Bibel, um Angst zu verbreiten. Das muss doch auch bei Ihnen ganz tief sitzen. Ich habe nach der Trennung von der Wachturmgesellschaft natürlich auch lange Zeit gebraucht, bis ich begriffen habe, dass vieles, was mir gelehrt wurde, eben nicht die Wahrheit war. Ich habe mir sehr viel Zeit genommen, um zu erforschen, wie das überhaupt möglich war, dass ich das so lange geglaubt habe, weil vieles, was ich heute sehe, ist einfach nur krude, das ist einfach nur nicht nachvollziehbar. Aber die Methode der Manipulation mit den Mitteln der Angst und der Bedrohung, die ist sehr wirkungsvoll. Ja, so wirkungsvoll, dass viele erwachsene Aussteiger heute noch an Albträumen leiden. Und darüber sprechen wir gleich. Hallo nochmal bei Hauptsache Mensch, heute mit Barbara Kohut, die nach über 60 Jahren die Zeugen Jehovas verlassen hat. Heute nennen sie die Sekte Glaubensdiktatur, die mit Angst arbeitet. Wie sieht das aus? Vor allem, weil da sehr viel Bilder verwendet werden und wenn Kindern mit einfachen Bildern ins Unterbewusstsein eingegraben wird, dass überall, wo sie gehen und stehen, sie von Jehova beobachtet werden, denn der sieht alles, dass aber auch der Teufel darauf lauert, sie zu verschlingen wie ein brüllender Löwe. Und dass die Dämonen immer da sind und darauf erpicht sind, die Kinder einzufangen, dann entsteht bei den Kindern ein Gefühl von ohnmächtigem Ausgeliefertsein und immer in der Gefahr sein, wenn ich jetzt was Falsches mache, jetzt kann es sein, dass ich ja doch vernichtet werde. Und diese Bedrohung mit Vernichtung, darauf hinweisen, Harmagedon kommt bald, das ist ein ständiger Begleiter in dieser Organisation. Es wird auch immer wieder hinausgeschoben, die Erwartung, aber Harmagedon, das ist das Gottesgericht, in dem also mit viel Blutvergießen die ganzen Menschen vernichtet werden. Das steht immer unmittelbar bevor, aber es darf ja nicht eintreten, denn sobald eine Prophezeiung eingetreten ist, gibt's ja kein Motiv mehr, jetzt wieder weiterzurennen. Also muss es ja immer noch bevorstehen. Und dann gibt es so Merkmale, die uns eingeflößt wurden, warum wir jetzt überzeugt sind, dass es unmittelbar bevorsteht. Und da heißt es, die Zeichen der Zeit erkennen. Das ist jetzt so wieder die Wachtürmsprache. Und die Zeichen der Zeit sind Erdbeben, Naturkatastrophen, Hungersnöte, Kriege, Seuchen. Und wenn man heute jetzt die Medien mal untersucht, dann sind solche Meldungen natürlich ständig immer wieder mal da. Da gab es dann den Tsunami oder da gibt's jetzt die Konflikte, da gibt's jetzt Ebola. Und das überzeugt dann die Gläubigen, jetzt ist es soweit, jetzt ist das Zeichen. Und dann motiviert das wieder weiter zu gehen. Aber wer jetzt sowieso schon am Ende seiner Kräfte ist oder Kinder, die Kinder müssen ja im Kindergarten schon das Kinderbuch mit den anderen erzählen, die haben vielleicht mal keine Lust, die fühlen sich bedrängt, die fühlen sich einfach nicht in der Lage, ständig über Harmagedon oder über Gott oder über sonst was zu reden. Das macht ganz furchtbar enttäuschend. Das ist depressiv. Man hat Schuldgefühle. Ja. Man hat vor allem dann Angst. Auch Ängste. Und diese Ängste habe ich als Kind auch gehabt. Ich fühlte mich von den Dämonen beobachtet. Ich hatte natürlich mal irgendwas gemacht, vielleicht die Hausaufgaben nicht richtig oder was halt Kinder schon mal Fehler machen. Und dann habe ich nachts geträumt, jetzt sind die Dämonen so in so Astralkugeln unter meinem Bett und die kommen jetzt in mein Zimmer und verteilen sich. Das ist wirklich allgegenwärtig. Meine Tochter hat erzählt, dass sie Albträume hat. Mein Sohn hat erzählt, nachdem er ausgestiegen ist, wenn ein Gewitter war, er dachte, jetzt kommt der Blitz, der ihn trifft, weil die Strafe, dass er ausgestiegen ist, muss ja irgendwie folgen. Also man hat das ja alles geglaubt. Also hat man natürlich auch gefühlsmäßig reagiert. Und es sitzt natürlich dann auch ganz tief drin, wenn man damit aufgewachsen ist. Und Sie sind ja auch schon als Kind Zeugin Jehovas geworden mit der ganzen Familie zusammen. Ja.
Die Angst vor Armageddon, wie Zeugen Jehovas den Weltuntergang nennen, die sitzt tief in den Mitgliedern der Sekte. Barbara Kohut, Sie haben gerade beschrieben, wie Kinder und Erwachsene immer wieder in diese gruseligen Vorstellungen von Strafe, Tod und Teufel eingetaucht werden. Glauben Sie, Sie können das jemals wieder loswerden? Also ich habe jetzt persönlich keine Angst mehr vor Armageddon oder vor den Dämonen, denn ich habe ja inzwischen wirklich geschaut, dass es nicht die Wahrheit sein kann. Was ich immer wieder mal merke, ist, dass die Indoktrinierung immer noch festsitzt. Also es gibt Situationen, wo ich plötzlich Angst bekomme, Beklemmung bekomme, zum Beispiel in dem Dom in Augsburg. Wenn ich da reingehe, ist das für mich ein derartig beklemmendes Gefühl. Ich muss da wieder rausgehen. Können Sie sagen, warum? Ich denke, dass da im Unterbewusstsein einfach noch diese Trigger wirken, die im Zusammenhang stehen mit den Ängsten, die wir vor Babylon der Großen hatten. Also Babylon der Große ist Zeugen Jehovas Fachbezeichnung für das Weltreich der falschen Religion. Und es war die Bezeichnung für alles, was mit dem Teufel in Berührung stand. Weil das war jetzt einfach, der Teufel benutzte jede Art von Religion für sich, um auf die verschiedenste Weise die Leute an sich zu ziehen und gegen Gott Und das heißt, dann ist der Augsburger Dom zu prächtig dann dafür. Also ja, der hat natürlich viele Figuren, was ich damals mit Götzen assoziiert habe oder das Kreuzzeichen, das nach Zeugen Jehovas Meinung ein Götzendienst ist oder ja auch dieser Prunk, Gold und Silber. Und ich kann da im Moment nicht reingehen. Andere, ich war in evangelischen Kirchen drin, die sind schlichter, die sind heller, die sind leichter. Da habe ich nicht dieses Problem, aber gerade so in Gotteshäusern, die viel mit Figuren beladen sind, das kann ich immer noch nicht. Und da merke ich, dass das sitzt tief. Da ist Vergangenheit noch da, die kann ich nicht einfach nur weg leugnen, als wäre nichts gewesen. Das ist ein Teil meiner Persönlichkeit geworden. Und Jehovas Zeugen sagen ja, bevor sie jemanden zur Taufe zulassen, müssen sie die neue Persönlichkeit anziehen und sie müssen ein gut geschultes Gewissen haben. Das heißt, es wird viel Wert darauf gelegt, dass man die Menschen zum Umdenken in gruppenkonformes Denken und Handeln bringt. Ja, wenn man das verinnerlicht hat, schon als Kind verinnerlicht hat, das kann man nicht einfach so ablegen, als wäre es nur ein Kleidungsstück. Ja, das ist, da geht die Haut mit. Ja. Bei den Zeugen Jehovas feiert man ja auch sowas wie Geburtstage nicht, man feiert kein Weihnachten mehr. Tun Sie das heute? Das ist jetzt auch so ein ganz gutes Beispiel. Ich weiß zwar heute, dass dieses Nicht-Feiern von Geburtstagen und Weihnachten nur vordergründig etwas mit dem angeblichen Babylon der Großen, mit der falschen Religion zu tun hat, sondern dass das eigentliche Wertvolle für die Wachturmorganisation ist, dass man die Kontakte zu der Welt nach draußen und die Bezeichnung die Welt ist auch ein negatives Wort für alles, was nicht Zeugen Jehovas ist. Und weil man die Kontakte nach draußen kappen möchte, soweit es nur irgend geht, ist es natürlich sinnvoll, Traditionen und Feiern, bei denen die Familien zusammenkämen, sich nicht zu beteiligen. Aber ich finde keinen Zugang mehr zu diesen Feiern. Schade, aber irgendwie verständlich. Das war die erste Stunde Hauptsache Mensch mit Barbara Kohut. Sie und übrigens auch ihr Mann sind nach über 60 Jahren bei den Zeugen Jehovas ausgeschieden. Das lässt sich nicht so einfach abschütteln, sondern Ängste und auch Reaktionen sitzen tief und wirken immer noch nach. Auch beim Feiern. Geburtstag geht wohl auch nicht. Mein Sohn hatte mir mal einen Geburtstagsfeier ausgerichtet und da war eben Geburtstagskuchen und da war ein Familienfeier. Ich habe mich ganz komisch gefühlt. Es war so, als... Ja, das war so fremd für mich, das war so ich habe das nicht wirklich genießen können. Und es ist für mich auch heute sehr komisch, wenn ich mir vorstelle, da kommt am Geburtstag, ich sollte meinem Mann jetzt vielleicht Happy Birthday oder Geburtstag oder Kerz, ich schaffe das nicht. Aber Barbara Kohut hat schon ganz andere Dinge geschafft, seit sie von den Zeugen Jehovas weg ist. Zum Beispiel, sie hat eine Selbsthilfegruppe gegründet. Aber darüber sprechen wir nach den Nachrichten.